Hallo Leute und auch damit heiße ich euch sehr herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Part 186 meiner Let's Play Minecraft Serie. Ja, ich hatte mich hier hochgebaut und hatte einfach nur gekämmt und gewartet, bis wir Tag haben. Ist das nicht eine wunderschöne Gegend hier, wenn man das mal am Tage betrachtet? Ich finde es wunderschön. Super schöne Welt, super schöne Landschaft. Ja. Und die sind jetzt gleich nicht mehr da. Die schießen sich gegenseitig ab. Na. So gewinnen sie bestimmt jede Schlacht. Hey, das ist ein cooles Thumbnail. Danke, dass ihr mir zahlreich diese Thumbnails liefert. So. Noch einer. Ja, spann mal deine Armbrust. So. Aber die Landschaft ist echt mega. So. Auch der Turm, dass man hier direkt rein. Ich glaube, das ist eigentlich nicht so gewollt, ne? Wahnsinn. Was haben wir denn hier? Erfahrungsfläschchen. Ich glaube, die sind selten, ne? Naja. Ey! Geh weg! Kommt ihr denn alle her, sag mal? Wahnsinn. Wo kommen die denn immer alle her? Spawnen die hier immer wieder neu? Random? Obendrauf. Wo ist mein Pferdchen? Da ist es. Okay, gut. Mal gucken, können wir noch ein schöneres Bild erlangen? Auch nicht schlecht. Geh weg. Ja, au. Tschüss. Ah, okay. Gut. Also ich würde sagen, da gibt es keinen Stopp. Die kommen immer wieder neu. Naja. So, weswegen sind wir eigentlich hier? Erstmal wollen wir jetzt deren Lager mal anschauen. Von unten ist hier unten noch irgendwas drin, aber ich glaube eher nicht. Nö. Gut, geh wieder hoch. Hoch. So. Wollen wir was essen? Ja, also hier möchte ich nachher auch schnell wieder weg. Ja. Also Gegner sind das für mich jetzt hier keine unbedingt, aber einfach weil es nervt. Ah, wunderschön, ey. Richtig schick. Ja, wir wollten erstmal die Armbrust wegschmeißen, Knochen wegschmeißen, Fleisch wegschmeißen, Knochenmehl wegschmeißen, Pfeil wegschmeißen, ihn töten und dann hier mal Bäume holen. Und Seeds. 11 Stück haben wir schon. So, hier, komm, noch ein paar. So. Ich glaube, das rosafarbene Holz, das pinke Holz, das werde ich nicht so oft benutzen. Aber die Bäume finde ich schön. Und das ist es auf jeden Fall wert, dass man es mitnimmt. So. Und die Blümchen auf dem Boden.
Die können wir aber mit Knochenmehl tatsächlich vermehren. Also, viele brauchen wir davon eigentlich nicht mitnehmen. Denn wie gesagt, die kriegen wir immer wieder. Haben wir schon so viele. Ah, komm. Du schadest dir auch nur selber. Aber das merkt ihr alle nicht, ne? Ja. So. Da steht schon wieder eine neue Mannschaft. So, haben wir. Kirsch, Setzling. Nehmen wir uns noch mal welche mit, dass wir einen Stack voll haben. So. Haben wir denn jetzt einen Stack voll? Fast. Zwei fehlen noch. Na komm, das ist egal. Die zwei Dinger. So, schwingen wir uns jetzt mal aufs Pferdchen. So, gibt es hier sonst noch irgendwas Schönes? Nicht wirklich, aber ich möchte hier noch einmal durchreiten und mir das einmal anschauen. Alles voller Pfeile. So. Ja, ein paar Ladelachs. Die Welt generiert sich, glaube ich, das erste Mal gerade. Sumsums. Naja. Ich finde es einfach schick. Tatsächlich. Tja. Und wir tuck nicht nur ein Arrow to the Knee, sondern auch zum Kopf, Bein, Arm, eigentlich jedem Millimeter unseres Körpers. So, wir wollen zurück. Wie kommen wir denn jetzt zurück am besten? So viel Land wie möglich und so wenig Berge wie möglich. Erstmal zum Villa-Bauplatz, weil alles andere ist, glaube ich, dies optimal. So, Villa-Bauplatz ist grau. Grau ist da. Ist das so optimal? Ja, kann man sagen. Dann wollen wir mal zurück, wa? Sieht aber auch aus hier, du. Ich glaube, das ist jetzt nicht so clever, wenn wir komplett runtergehen. Ich glaube, wir gehen eher über den Berg hinweg. Das ist so ein Deep Cave. Oh ja, das ist ein Deep Cave. Ja, egal, wir gehen zurück. Wir wollen jetzt erstmal zurück zur Base. Ich habe übrigens einen Mod reingehauen in der Zwischenzeit. Better Animations. Und die Kühe und das, die bewegen sich jetzt anders und das Euter wackelt auch. Also da sind alles neue Animationen dazu gekommen. Die Spinnen laufen endlich wie vernünftige Spinnen und nicht mehr wie was weiß ich, was das sind. Ja. In der Beschreibung des Mods steht, die Spinnen kriegen endlich die Beine, von denen sie immer geträumt haben. Ja, die Haltung von den Spinnen war aber auch wirklich nie gesund. Wenn man das vergleicht mit richtigen Spinnen, ne? Das hat natürlich nicht gestimmt. Und die Schweine haben jetzt auch eine andere Haltung. Ich habe dir jetzt Hängeohren, ne? Ja. Kann man das hier sehen? Zeig dich mal. Ja, siehst du, das Schweinchen hat jetzt Hängeohren. Und die Nase geht hoch. Wenn er grunzt. Na gut. Direkt so ein Niedlichkeitsfaktor hinzugefügt bei den Tieren hier. Sind das lila Blumen? Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Schmeißen wir das hier mal weg. Und das da. Und das da. Auch nicht schlecht, ne? Können wir auch noch mal verteilen später für das, was ich geplant habe.
Sieht echt schick aus, ne? Ey, das brennt ja hier alles. Bestimmt ein Lavasee, ne? Ja. Direkt alles im... ganze Schönheit hier im Arsch. Auch hier die Blumen. Finde ich sehr schade, dass wir die Blumen nicht bei uns auch haben. Die gibt es da schlichtweg einfach nicht. Und das sind... das ist Zierlauch. Porzellansternchen. Finde ich schick. Wo ist mein Pferdchen schon wieder hin? Da ist er. Okay. Ja, die Blumen. Hier sind auch die Bienen. Die haben sich hier angesiedelt. Kein Wunder. Ist auch viel da. So, direkt mal ein bisschen hier mitnehmen. Wer weiß, wo wir die wiederfinden. Und ich finde sie schick. So, wie viele haben wir davon? Fast ein Stack. Das ist sehr gut. Geht das schon wieder los hier? Kannst auch nicht recht zielen, ne? Ja, und dennoch selber hier zerstören. So, ist hier noch was? Ja, alles voll. Und überall die kleinen. Ist das ein Häschen? Ja, ein Häschen. Ey! Was habe ich dir getan? Bin ich so hässlich oder was? Also, kein Kommentar. Mein Schatz, das gilt auch für dich, wenn du gerade zuschaust. Kenn dich doch. So. So, gut. Dann haben wir, würde ich sagen, jetzt ein paar. 50 Stück davon und ein Stack von den anderen. Fast. Das ist auch schon okay. Wir könnten natürlich auch voll machen auf ein Stack. Ein noch. Von denen noch ein paar mehr. Aber hier sind ja noch genügend. Noch drei. Und damit haben wir einen Stack voll. Schön. Dann gehen wir jetzt mal wieder hier zurück. Weiter in die Richtung. Heimat. Oha. Da geht gerade sogar meine 4070 Ti in die Knie. So. Weiter runter. Runter. Wir schaffen das. Wir haben ein Offroad-Pferd. Wunderbar. Schneller bin ich noch nie von A nach B gewandert. Ich glaube, auf den Baumkronen zu laufen ist wirklich gar nicht so doof. Das ist echt nicht doof. Es geht echt gut mit dem Pferd, ne? Alter Schwede, hier geht meine Grafikkarte richtig in die Knie. Na, hier unten geht's, aber oben ist echt... hui. Ups. So. Wir wollen erstmal zu dem Braunen. Oh, die sind auch schick, ne? Komm, nehmen wir davon auch welche mit. Wenn die hier gerade schon so mutwillig stehen... kriegen wir mehr, wenn wir oben zuerst abhauen? Ne, ist eine Pflanze. Okay. 19 Stück. Noch mehr davon? Nö, aber da ist gerade ein Creeper gespawnt. Und die Hühner machen jetzt auch ihren Schnabel auf, wenn sie gackern. So. Wo ist mein Pferdchen? Da. Genug gefressen. Geht weiter. Oha, ganz große. Wunderschön.
Die muss ich mitnehmen. So. Was machen wir jetzt? Wir haben davon genügend. Die können wir auch reproduzieren. Die aber nicht. Zumindest gehe ich davon aus. Nein. Oh, jetzt ist das Hähnchen tot. Okay. Ja. So, schnell weg. Wo auch immer wir hin müssen. Hier lang. So. Schnell weg. Wir schaffen das. Wir finden schon einen Weg. Oder auch nicht. Geh hoch da. So. Wir wollen weiter. Hier lang. Und auf den Baum. Und auf den nächsten. Und weiter. Jawohl. So muss das sein. Hervorragend. So, hier ist nichts Spannendes. Aber eine freie Fläche zum Marschieren. Was ist das denn? Oha. So. Schnell. Ach hier, Fahne. Wollte ich auch noch mitnehmen eigentlich. Das können wir wegschmeißen. Ich glaube, die können wir nur mit der Schere mitnehmen, ne? Ich glaube, ja. Das ist schlecht. Ja, dann ist das so. Dann geht das nicht. Dann nehmen wir das Holz wieder mit. So, schnell wieder auf das Pferdchen. Und zurück. So, wie weit sind wir? Okay. Haben es ja nicht mehr so weit zum Bauplatz. Das wird platt gemacht. Ah, das ist jetzt so ein bisschen wiggliger, der Stert vom Wolf. Brauchen wir auch nochmal Wölfe. Aus optischen Gründen. Ey. Wunderbar. So, schnell jetzt hier. Oh. So, und jetzt aber. Okay, passt. Schnell weiter. Schnell weiter. Weiter, weiter. Oh. Oh. Aber wir kommen wieder raus. So, weiter geht's. Oh. Oh, ich möchte mindestens noch zum Bauplatz kommen. Zum alten. Ach ja, und der Creeper, ja, ist jetzt ein bisschen beweglicher. Sag ich mal. Ich hätte nie gedacht, dass ich auf Blümchensuch-Expedition gehe hier. So. Jetzt wollen wir aber noch einmal kurz was essen. Und dann würde ich sagen, machen wir ja gleich erstmal einen Cut. Wir sind schon so überzogen wieder. Wie weit haben wir es noch? Ja, komm, das Stückchen. Komm, Pferdchen. Wir wollen weiter. Wir haben noch was vor hier. So. Zurück, hier lang. Gibt hier keinen Weg. Doch, ganz geschickt. Schlängeln wir uns hier durch. Oha. Wir finden immer einen Weg. Oha. So, gleich haben wir es. Die Sonne geht schon wieder auf. Und wir haben gleich unsere 20 Minuten rum. Komm schon, schaffen wir es noch pünktlich? So, oh, das sieht schön aus. Komm schon, bisschen mithelfen. Zum Grauen wollten wir, ne?
höre wahr. Dann ist er bekloppt. So. Und wir schaffen es nicht pünktlich. So. Playlist ist auch schon zu Ende. Jetzt sind wir gleich da. Okay. Gut. So, Leute. Da sind wir wieder gut angekommen. Im nächsten Part geht's weiter Richtung Heimat. Und dann laufen wir wieder zurück zu unserer Base. Und dann geht das da weiter mit dem, was ich geplant hatte. Erstmal einräumen und dann, was ich geplant hatte. So, in dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.